Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Am Dienstag startet ja das neue Event und es gibt wieder einen neuen Teaser-Trailer. Und zwar einmal für den neuen Skin von Wraith und einmal seht ihr hier rechts das neue Rotpunktvisier bzw. das alte Rotpunktvisier mit einem neuen Skin. Sieht richtig, richtig geil aus. Den Teaser-Trailer, wie gesagt, den zeige ich euch gleich im Anschluss, wenn ich fertig mit Labern bin. Ihr kennt es vielleicht doch vom ersten Event, die legendäre Jagd. Da gab es auch einen kleinen Teaser, wie sich Wraith verwandelt mit diesem neuen Skin und genauso sieht auch der Trailer mit Wraith aus. Was mich ein bisschen wundert, dass es im zweiten Event wieder Wraith ist, die sich da mit so einem Skin verwandelt. Was ich schön finde, dass es nicht wieder für die R301 einen neuen Skin gibt, sondern diesmal, nee, hier, dieses Rotpunktvisier. Der Trailer ist richtig, richtig geil und ich gehe mal davon aus, dass es wie beim ersten Event so sein wird, dass du Battle Pass Stufe 10 haben musst, wahrscheinlich um das Rotpunktvisier zu kriegen und ich denke mal ab Stufe 0 oder wenn man überhaupt den Battle Pass hat, also man muss Battle Pass Besitzer sein, davon gehe ich ganz fest von aus, um dann noch diesen Skin zu bekommen. Das war beim ersten Event auch schon so. Alle, die den Battle Pass nicht hatten, konnten den Wraith Skin und den 301 Skin nicht bekommen und so wird es wahrscheinlich links und rechts bei dem sein. Genug von mir gelabert, das war es schon soweit von mir. Ich zeige euch jetzt im Anschluss den Teaser-Trailer zu beiden Sachen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Den Skin finde ich auf jeden Fall ultra geil. Lasst euch in den Kommentaren aus, wie ihr die Skins findet. Einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen und ein Abo, wenn ihr neu seid und keine Infovideos oder Livestreams von mir mehr zu verpassen. Das war's von mir, haut rein, ciao.